Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Rags to Riches. Ja, wir sind immer noch Level 25 und es ist Gott sei Dank nicht mehr so weit bis Level 26. Ja, so ist unser aktueller Stand. Und ja, wir werden jetzt eine Runde auf Interchange gehen oder wahrscheinlich ein paar Runden mehr, denn wir müssen die Transporter markieren und für die Weekly muss ich eigentlich noch 15 Mal extracten. Keine Ahnung, ob ich das schaffe oder ob ich überhaupt Lust dazu habe. Aber wir starten jetzt einfach direkt in die Runde rein. So, dann wollen wir mal. Ich guck mal eben, ob die Hidden Stash da ist. Gehe jetzt noch eben rein in den Büroraum und durchsuche noch eben die PCs. Vielleicht finden wir noch eine Grafikkarte. Ansonsten, ja, gehen wir dann gleich rechts rüber in die Tiefgarage und markieren die Transporter. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir wieder ganz zügig raus, um die Runde neu zu starten, denn der letzte Transporter ist auf der anderen Seite. Das ersparen wir uns natürlich. Ja, bisher noch nichts Besonderes. Okay. Gerade eben stand das Auto noch da. Wieder sehr interessante Dinge, die hier passieren. Die Schüsse kamen von drinnen. Ich soll trotzdem aufpassen, nicht, dass hier doch noch eine rumwuselt. Ich muss nur gleich gucken, welche Transporte das waren, weil das habe ich nicht mehr im Kopf. Hier ist auf jeden Fall gut was los. Aber das müsste alles über mir sein. Ich glaube, wir haben den ersten Transporter gefunden. Ja, aber er will sich nicht markieren lassen. Okay. Jo, 30 Sekunden für einen Transporter. Okay. Alles klar, den ersten haben wir erledigt. Was haben wir hier noch was zu essen? Kann man immer gebrauchen. So, die nächste Frage ist, wo ist der zweite? Steps. Hier ist noch einer. Ich
Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt geschrien hat. Tja, wo steckt er denn jetzt? Der macht auch keine Sounds mehr, ne? Na, guck mal, die können wir bei uns an den Kopf tackern. Ich hoffe, ich vergesse die nicht abzumachen. Ja, ich muss jetzt hier halt ein bisschen absuchen. Ich hoffe, ich finde den. Das ist er auch nicht. Hier ist ein Skep. Ja, ich treffe ihn schon wieder nicht. Ja, schön. Beide Arme sind weg. Ich guck mal eben, ob der was dabei hatte. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, hier ist noch einer. Ich habe ihn nicht gesehen. Also er hat mich auf jeden Fall gesehen. Er hat sich vermutlich wieder verkrochen. Ich muss mir mal eben irgendwie die Arme tackern. Okay, während ich mir hier die Arme wieder dran getackert habe, habe ich mal eben nachgeguckt, wo der andere Transporter ist. Und eigentlich müsste er links von uns sein. Na, da. Die spiele ich eigentlich nicht, deswegen kann die weg. Ja, das kann jetzt hier ein bisschen dauern. Also nur aufpassen, dass der Skeff jetzt nicht auf uns aufmerksam wird. Da kommt was. Das könnte der Skeff sein von gerade. Okay, der hat vermutlich einfach nur seine Runde abgelaufen. Ist das der hier?
Okay, der ist es nicht. Der? Der könnte vielleicht sein, rechts von uns. Ich schaue nochmal eben nach, ob hier ein bisschen Muni drin ist. Warte. Da hat irgendwas aufgeblitzt. Jetzt wäre ich doch fast vorbeigerannt, weil ich dachte, das wäre doch nicht. Okay, das ist sehr gut. Bedeutet für uns, wir können extracten gehen. Und ja, starten dann lieber in eine neue Runde in der Hoffnung, auf der anderen Seite zu spawnen. Und ja, nehmen dann noch den letzten Transporter mit. Sehr gut. Der Extract ist auch direkt hier vor uns. Ja, direkt in die neue rein und wir haben leider keinen so guten Spawn. Der Transporter ist auf der anderen Seite. Heißt, ja, wir werden jetzt hier so ein bisschen looten und dann einfach direkt nach den paar Minuten extracten gehen. Es sei denn, ich finde natürlich jetzt noch ein paar Skeps, die ich hier killen kann. Alles Weitere würde jetzt keinen großen Sinn machen. Ich habe ja auch sonst keine anderen Quests. Ich guck noch eben die PCs. Gut, hier ist keiner da. Der ist auch nicht da, aber da vorne war noch einer. Okay, das hat sich leider gar nicht gelohnt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, ob das Auto überhaupt da stand und wieder weggekloppt ist. Also solo-technisch ist das hier gerade ein bisschen traurig. Ich habe halt noch so viel Zeit über. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock, mich in irgendeine Ecke zu hocken und zu warten, bis die 8 Minuten rum sind oder 7. Ich weiß gerade nicht, wie viel es sind, aber so um den Dreh. Aber hier ist auch nichts. Okay. Oder wir gehen unten in die Garage rein. Und gucken einfach mal, ob da ein bisschen Loot ist. Okay, sind Schüsse. Direkt close. Die sind zu zweit. Das wird lustig. Okay, die laufen rein. Aber hört sich an, als würden die rechts hochgehen. Hier sehe ich schon gar nichts mehr. Ja, die sind rechts hoch. Ich denke, wir müssen jetzt safe sein. Ich warte noch ein paar Sekunden ab und dann gebe mir noch ein bisschen looten. Okay, ich gehe jetzt noch hier in den Container rein. Und ich schaue mal, ob da die Duffelback gespawnt ist. Immerhin etwas. Damit wir nicht ganz leer rausgehen. Die Rolex. Die saven wir uns.
Ja, ich hatte jetzt irgendwie doch keine Lust, da durchzugehen. Nur noch ein paar Minuten. Und dann können wir auch schon rausgehen. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein bisschen unlucky, dass wir schon wieder hier gespawnt sind. Ja, also ich würde sagen, dasselbe Prozedere. Wir laufen hier alles mal ganz schnell ab. PCs. Guck mal, das Auto steht auf jeden Fall wieder da. Ich denke, wenn ich gleich rausgehe, ist es wieder weg. Ja, und dann werden wir halt nochmal eine neue Runde starten müssen. Ja, so lootmäßig ist das jetzt auch nichts Dolles. Okay, diesmal ist das Auto noch da. Oh, hier ist ein Hidden Stash. Interessant. Hatte ich hier auch noch nicht. Es sind auch noch keine gespawnt. Ja, schon ein bisschen langweilig gerade, ne? Ja, ich weiß, sowas sollte man nicht laut sagen. Aber ja. Hier ist noch eine Toolbox. Kann ich die so in die Ecke werfen? Ja, passt schon. Die dürften auf jeden Fall wiederkommen. Noch ein paar Kopfhörer. Diesmal keiner zu sehen. Die Hidden Stash ist auch nicht gespawnt. Ja. 37. Das kann noch ein bisschen dauern, bis wir raus können. Vielleicht gehen wir diesmal in die Tiefgarage rein. Ich weiß gar nicht, ob es da großartig Loot gibt. Aber wir können einfach mal gucken gehen. Wir gehen jetzt diesmal direkt rein. Oh, Schüsse. Die waren aber über uns. Ansonsten. Gibt es hier wohl keine Loot? Oh, die Tasche hätte ich fast übersehen. Da ist auch nicht viel drin. Okay. Ja. Ich denke, von der Zeit her müsste das jetzt auch passen. Wir können dann einmal direkt raus.
Nur einmal checken, ob da nicht oben rechts einer auf dem Dach ist. Ja, 652. Also wenn das so weitergeht, dann dauert das bis Level 26. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Diesmal weiß ich ganz genau, wir spawnen auf der anderen Seite. Und wir sind ja gut gespawnt. Wir können dann hier über das Camp latschen in Richtung des Transporters. Und dann eigentlich direkt immer kommt's raus. Jetzt bin ich natürlich ohne Backpack gespawnt. Heißt, vielleicht können wir uns ja einen Rucksack von den Scavs mopsen. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen Loot, was wir mit rausschleppen können. Keine Hidden Stash. Ich hoffe, uns kommt jetzt keiner entgegen, also kein Spieler. Scavs sind auch noch keine gespawnt. Eigentlich schade, weil, ne, Rucksack und so. Der Koffer ist auch nicht da. Dann würde ich sagen, wir gehen da hinten in dieses Zelt, wo die zwei Koffer liegen. Da haben wir ja bisher immer ganz guten Loot gefunden. Da haben wir was zu trinken. Vielleicht spawnen ja bis dato noch ein paar Scavs für die EP. Warte, hier war das Zelt. Die Koffer sind auf jeden Fall da. Die Scavs noch nicht. Oh, sogar nur ein Koffer. Auch nicht schlecht. Und da ist zumindest ein Streamer-Item drin. Na gut, dann warten wir jetzt nicht groß auf die Scavs und ich ziehe jetzt einmal durch. Nehme noch hier rechts den Koffer mit, wenn der gespawnt ist. Okay, jetzt ziehen wir durch. Jetzt haben wir auch zum Glück den letzten Transporter. Und dann können wir zumindest mal eine Map wechseln, weil ich denke nicht, dass ich die Weekly heute noch schaffen werde. Auch generell glaube ich nicht, dass ich die schaffen werde. Ach guck mal, wir können hier einmal umstacken. Die ist auf jeden Fall besser wie meine. Während hier der Timer hier abläuft, kann man das ja gut nutzen. Ja, und wenn das hier fertig gestackt hat, dann gehen wir Richtung Emmercoms. Denn für die Quest, meine ich, müssen wir extracten. Sonst kann ich die nicht abgeben. Sind Steps? Das müsste ein Scav sein.
Okay, ich höre auch nicht mehr. Theoretisch könnte ich auch rausgehen. Aber ich hole mir den Skeff. Könnte noch ein bisschen extra EP mit rausnehmen. Und mir noch den Rucksack abgreifen. Da liegt was Totes. Wie es aussieht ohne Backpack. Doch, der hat einen. Ja, perfekt. Dann können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, ein bisschen Geld. Ist ja nie verkehrt. Ich gehe jetzt noch einmal zum Waffenkoffer. Vielleicht ist ja noch eine zweite Waffe drin, die wir mit rausnehmen können. Muss jetzt nichts Wildes sein. Aber wäre ganz schön. Leider nicht. Jetzt noch mal hier unten zu dem Skip. Ja, ich springe auch noch daneben. Das wäre einer dieser Glücksmomente. Aber wir haben ja alles dabei, ne? Und bringt extra EP. Mopsen wir uns die Leuchte. Ja, dann gehen wir halt Richtung Extract. Die ist auch noch voll. Hier können wir so ein bisschen umschichten. Können wir ein bisschen mehr mitnehmen. Das sind Büsche. Und da ich weiß, dass da keine Skeffs langlaufen, ist das ein Player. Aber der weiß auch, dass ich da bin. Sonst würde er anders laufen. Ja, es ist nur eine Flash, aber besser als gar nichts vielleicht. Bewegt er sich oder auch nicht? Okay, jetzt sollte ich rennen. Oh, die war gut geworfen. Das hätte schief gehen können. Ja, wo kommst du jetzt her? Aber läuft auch noch auf Gras, ne?
Dann müsste er noch hinter dem Zaun sein. Gut, dass ich so viel treffe. Ich habe natürlich die ganze gute Muni schon verschossen an die Skiffs. Ja. Ja, mit der Muni hätte ich keine Chance gehabt. GG's. Ja, es tut mir jetzt echt leid, dass es jetzt wieder Interchange ist, aber wir müssen extracten. Ich hoffe wieder auf eine ganz schnelle Runde. So wie die letzten Runden. Also die ersten, nicht die davor. Nimm hier und da noch ein bisschen Loot mit. Und dann relativ zügig zum Exit. Ja, ist ganz in Ordnung. Ja, komm, wir nehmen diesmal noch den Aktenschrank hier mit, wo ich gar keine Lust darauf habe. Ja, lohnt sich hier, ne? Also wenn hier unten nichts ist, dann hätten wir uns das auch sparen können. Ja, hätten wir uns eigentlich tatsächlich. Das ist okay. Das bringt ungefähr 24.000. Das nehmen wir auch mit zum Craften. Ich habe kurz gedacht, ich hätte einen Step gehört. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass da draußen was rumschleicht. Vielleicht hört sich das auch nur durch den Regen so an. Ich gehe trotzdem mal eben nach oben gucken. Okay. Dann hat sich das wirklich nur so angehört. Eigentlich schade. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, Geld mitzunehmen, sonst hätten wir einfach das Auto hier nehmen können. Hätten hier so ein bisschen die Zeit abgesessen und hätten wir uns noch das Karma mit einheimsen können, aber gut. Vielleicht fürs nächste Mal. Hier ist einfach gar nichts. Dann, ja, gehen wir wie üblich zu den Stash und dann, ja, können wir ja mal hier aufs Gelände einfach drauf gehen. Da ist ja meistens auch noch eine Duffelbag. Mal unten, da unten in die Garage rein. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich auch mal gucken, ob sich es da unten überhaupt lohnt.
Weil wir haben auch noch echt genug Zeit, ne? Gut, dass sie da ist. Da sind wir hier nicht umsonst hingerannt. Dann gehen wir noch hier unten gucken. Wir spawnen auch schon mal Sachen. Aber nichts Brauchbares. Obwohl, die Taschenlampe hätte ich jetzt nicht wegschmeißen müssen. Okay, war doch nichts. Sah so aus, als ob. Das sah gerade aus wie ein Waffenkoffer. Aber hier in den Zelten ist doch meistens was drin. Da ist wieder über uns. Ja, wo können wir noch hingehen? Vielleicht ist hier noch irgendwo eine Waffenkiste, Waffenkoffer, irgendwas dergleichen. Ja, ich gehe hier in eine komplett falsche Richtung. Eigentlich müssten wir wieder zurück. Aber hier spawnen halt auch Scavs. War da auch keiner zu sehen? 32, hier, wir können jetzt auf jeden Fall raus. Und dann gleich die Quest abgeben. So, dafür Beck. Bist du da? Ja. Ein Platz haben wir noch frei. Ja, komm. Nehmen wir die mit. Und wenn ich gleich wirklich in den Fight komme, dann ist es halt blöd gelaufen. Da oben rechts scheint auch nichts zu sein. Also, dann schauen wir mal, was wir fürs Nichtstun bekommen. 900 EP fürs Nichtstun. Kann man mal machen. Ja, dann geben wir einmal die Quest ab. So, perfekt. Keine Nachfolgequest. Dann räumen wir nochmal hier ein bisschen auf. Also zum Abschluss dachte ich, wir machen noch eine kurze Scav-Runde. Aber
Theoretisch könnten wir ja auch noch irgendeins der Quest-Items finden. Ja, ich brauche ja noch dieses Tuch um den Kopf und ich glaube diesen einen Helm. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Aber wenn wir zumindest eins der Dinge finden würden, wäre schon top. Und wir tun gleichzeitig was für Scav-Karma. Also nicht Scav-Karma, sondern Fans-Karma. War auf jeden Fall ordentlich was los. Den hier können wir mitnehmen. Ja, Muni, lass mir liegen. Spiel ich eh nicht. Das ist nicht der richtige Helm. Ah, der hat doch diese. Genau, das Ding da. Das hat er an. Für die Rackman-Quest. Mit dem Pilgrim. Hier noch jemand? Hier ist nichts. Hier ist noch irgendwo ein PMC. Also nehme ich mal an. Also hier ist ein richtiger Friedhof. Entschuldigung. Nehmen wir auch hier noch die ganzen Kisten mit. Ja. Hier unten sind meistens auch. Hier sind schon mal vier, aber gerade ist es nur eine. Das Mac können wir mitnehmen. Ich bräuchte das andere 60er Mac für die M4, damit ich die ganzen Mac endlich abgeben kann. Das wäre ganz schön. Aber ich glaube, die findet man so nicht random. Dafür muss ich einfach den Fans. Ach, ich sag schon Fans. Den Peacekeeper hochkriegen, aber das wird noch echt lange dauern. Ja, das ist halt der Nachteil an der kleinen Version, ne? Wenn ich so vergleichsweise gucke mit meiner EOD-Version, da ist das irgendwie deutlich einfacher. Hier ist schon gelootet. Ja. Hier wird bestimmt auch schon gelootet sein. Da liegt nämlich schon was drauf. Hier haben wir noch eine Toolbox. Vielleicht liegt da noch was drin. Die Kopfhörer. Jetzt hören wir wenigstens was. Das hasse ich halt immer als Scav, ne? Dass du häufig ohne Kopfhörer spawnst. Wollte gerade sagen. Oh, die hat bestimmt keiner gelootet. Die ist ganz fies. Die tauschen wir aus. Der Helm, der hat keinen Bock.
Okay. Ist Tarkov, ne? Wir hinterfragen das nicht. Wir nehmen es einfach so hin. Gut, dann gehen wir raus. Ja, sehr gut. Dann hat sich die Runde auf jeden Fall gelohnt. Sehr schön. Und wir kriegen zwei Quests dafür. Davon haben wir drei. Da fehlt uns noch einer. Und, ah ja, cool. Können wir auch direkt abgeben. Dann muss ich nur dran denken, mir eine neue Rüstung anzuziehen. An die Quest habe ich gar nicht gedacht. Genau. Ja, und der Helm, ne? Okay. Ja, das war doch alles hier ganz fein. Wir konnten ja jetzt noch einige Quests abgeben. Ja, das finde ich ist ein gelungenes Ende. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.